Könnt ihr euch noch an die Zensuren in Comics in den 90er Jahren erinnern? Ich bin jetzt die Tage über etwas gestolpert, was ich schon wieder komplett vergessen hatte. Und zwar meine ich Witchblade, Tales of Witchblade genau genommen, Heft Nummer 4. Das habe ich mir vor circa 10 Jahren reingezogen. Und dort wiederum fand ich die finale Szene sehr seltsam, weil man hier irgendwie einen Schuss sieht, man sieht Blut spritzen, allerdings sieht das Gesicht seltsam aus und der Oberkörper ist am Qualm. Und irgendwie fand ich ein bisschen seltsam, auch zusammen mit der ganzen Geschehnis, was da drumherum passiert. Und als ich mir den Kopf dann etwas genauer angeguckt habe, ist mir damals aufgefallen, dass man einfach den Kopf von der Vorseite ausgeschnitten hat und hier draufgepackt hat. Dann wiederum sind einige Jahre ins Land gestrichen, circa 10 Jahre, und ich habe mir die Tage dann Topco Sonderheft Nummer 3 reingezogen, wo Tales of Witchblade drin ist. Und in dem Fall sind das die Hefte Nummer. Wo steht das hier? 3 und 4 von den US-Heften. Und ich war gespannt, wie man das Problem hier gelöst ist. Beziehungsweise, ich habe das Heft gelesen, kam die Geschichte bekannt vor, allerdings war die Erinnerung gut erloschen gewesen. Und als dann die finale Szene gekommen ist, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil hier hat man es einfach komplett mit Grau übermalt. Dazu kommt noch eine weitere Zensur, die mir aufgefallen ist. Und zwar meine ich diese Szene hier, wo dieses Soundword drüber geschoben wurde. Und daraufhin habe ich mir dann das Heft nochmal rausgezogen und habe geguckt, wie hier die Szene aussieht, und habe gesehen, okay, sieht auch irgendwie zensiert aus. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch mehr drin ist, aber hier hat man da oben drauf sogar noch ein Soundword gepackt.